neues Video von Wissenswert. Ich mag Wissenswert CPM, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Wir haben schon lange kein Video mehr gemacht. Also wir haben nicht mehr lange auf ein Video Oh Mann, oh! Wir haben schon lange nicht mehr auf ein Video von Wissenswert reagiert, deswegen wird's wieder Zeit. Es ist November, CPM ist gut, Deutschland gut, Merkel gut. Das Video nennt sich, das passiert, wenn du dich mit dem Falschen anlegst. Okay, los geht's. Tja, dieser Tourist ist gerade dabei, einen ganz großen Fehler zu machen. Doch dazu später. In diesem Video wollen wir euch nämlich zeigen, was passiert, wenn man sich mit dem Falschen anlegt. Es geht um unerwartete Attacken, Promis, die beleidigende Kommentare. Ich mag Ariana Grande. Nicht auf sich sitzen lassen und sogar Tiere, die sich mit ganzen Menschenmassen anlegen. Es wird also spektakulär, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welchen der Momente in diesem Video ihr am krassesten fandet. Könnt ihr auch gerne unter diesem Video machen, wenn ihr Lust habt. Vielleicht fällt uns ja auch irgendwas ein. Ich erzähle was und ihr dürft auch was erzählen. Aber nur, wenn ich was erzählt habe. Sonst müsst ihr nicht kommentieren. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön, dass du das Video angeklickt hast. Mehr wollte ich doch gar nicht von dir. Kuss geht raus, Bro. War ein bisschen cringe, aber scheiß drauf, Bruder. Ein bisschen cringe muss auch sein, Bro. Mit einem Prank, bei dem sich die Pranker jedoch ganz klar das falsche Opfer ausgesucht haben. Und zwar wollten die YouTuber FaxenTV von FaxenTV, die vor allem in der Deutschrap-Szene gut vernetzt sind, ihrem Kumpel Majo einen Streich spielen. Wer kennt ihn nicht, Majo? Ja. Bis heute frage ich mich, Digga, ob das echt war oder nicht, Digga. Bis heute frage ich mich. Ich habe diesen Dings auch schon gesehen. Ihr kennt, er wird es jetzt auch selber erzählen. Ich brauche lass ihn erzählen. Und was denkt ihr, war es damals echt oder nicht, Chat? Ich sag euch, ich weiß bis heute nicht, ob das echt ist oder nicht. Ja. Dafür taten sie sich mit zwei anderen YouTubern zusammen, die Majo allerdings nicht kannte, die auf einem Parkplatz, wo Majo sein Auto abgestellt hatte, eine Runde Fußball spielen sollten. Dabei klebten sie insgeheim einen Sticker auf den Mercedes des Rappers, sodass das Auto zerkratzt aussah. Mhm. Dann warteten sie, bis Majo wiederkam. Der Beat, Bruder. Und dann kommt so Gewalt. Und taten so, als ob sie sein Auto beschädigt hätten. Sie hatten allerdings nicht damit gerechnet, dass der Rapper bei einer solchen Geschichte absolut keinen Spaß versteht. Ach, war doch eure Schuld, oder nicht? Wie das geht? Ach, du bist von Rambo. Ey, dann war doch eure Schuld. Hä? War doch eure Schuld, oder? Ey, chill, du Pisser, Mann. Zwar gingen die Jungs von FaxenTV schnell dazwischen und klärten die ganze Sache auf, der Schrecken saß bei den YouTubern aber augenscheinlich trotzdem ziemlich tief. Ich weiß bis heute nicht, Bruder. Walla, ich will auch nichts unterstellen oder so. Wenn es echt war, war es echt. Wenn nicht, dann nicht. Aber Bro, warum lässt man sich das mit sich machen so? Für einen Prank, für ein paar Klicks. Weißt du, ich meine? Wenn es gestellt war. Was bist du für ein Cake, dass du dich da hauen lässt, Bruder? Weißt du, ich meine? Und wenn es echt war, was denkst du, wer du bist, dass du ihm sagst, Pisser und sowas? Ach, keine Ahnung, Dicker. Ich frag mich bis heute, Mann. Ich frag mich das bis heute. Als nächstes kommen wir zu einem Moment, der zeigt, dass man sich in bestimmten gesellschaftlichen Positionen oft mehr herausnehmen kann als in anderen. Die Rede ist hierbei von dem amerikanischen Richter Dennis Reinacre, der im Sommer letzten Jahres von der Arbeit auf dem Weg nach Hause war. Auf dem Heimweg fuhr er dabei zu dicht auf ein Polizeiauto auf und belästigte die Polizisten, indem er unnötig in der Gegend rumhupte. Als die Polizisten ihn kurz darauf anhielten, stieg der Richter wütend aus und konnte nicht fassen, warum er rausgewunken wurde. What do you think you're doing pulling me over for blowing my horn? Also, ich hab's richtig verstanden. Er hat die ganze Zeit rumgehupt und die Bullen haben da... Okay, warte. Sir, go back into your car. Back in your car, okay. I'll be with you in a second. You better check the registration on this plate soon, mister. Die Beamten riefen daraufhin auf dem Revier an und bemerkten, dass es sich bei dem Autofahrer um einen hohen Richter handelte. Aus Angst vor Konsequenzen. Er ist jemand zu nah rangefangen und dann gehupt, bla bla. Okay. Wenzen ließen sie ihn dann einfach weiterfahren, obwohl er eigentlich die Verkehrsregeln missachtet hatte. Machen wir weiter. Ja, und da seht ihr einfach mal. Hast du Macht, gelten die Gesetze auf einmal nicht mehr, weil eigentlich hat er zu Unrecht bei Leuten gehupt und zu nah aufgefahren. Aber weil er ein Richter ist, waren die Boards auf einmal so. Ja oder nein, Chat? So läuft normal die Welt, Bruder. Krass, ja, Geld redet. Nein, Geld nicht. Er ist in einem hohen Amt, er ist Richter, die Bullen hätten keine Chance gehabt, Bruder. Und so läuft normal die Welt, Bruder. Es ist, wie es ist, leider. Leider. Said, danke schön für dein Sub. Und das ist das Ding, Bruder. Leute erarbeiten sich einen Job und nutzen dann ihre Macht aus. Genauso wie Jump Broke. Er hat mehr Reichweite, disst Leute und dann, wenn es... merkt ihr was? Merkt ihr was? Der unsympathische, abgehobene Boss. Okay?
mit einer Auseinandersetzung, die deutlich macht, dass auch berühmte Showmaster wie Jimmy Kimmel... Jimmy? Also, ich mag Jimmy. ...in ihrer Show nicht alles sagen können, was sie wollen. Im Jahr 2014 spielte der Moderator in seiner Late-Night-Show ein Spiel, bei dem es darum ging, dem Gast beleidigende Kommentare aus dem Internet vorzulesen. Ah, das ist so wie Dislike. Das ist das deutsche Format, ne? Zu Gast war die Schauspielerin Sofia Vergara, die vor allem durch... Ich mag Sofia, wenn ich ehrlich bin. Chat, was haltet ihr von Sofia? 1 bis 10? Bewertung? Ist ein oberflächliches Video? Oh nein, ist ja kein Pumpkin-Video. Okay, wir belassen es. Ihre Rolle ist eine süße Maus. Ah, okay, Kahn. Dankeschön für die Information. Rolle als Gloria in Modern Family weltberühmt wurde. Nachdem sich die beiden gegenseitig eher lustige Kommentare vorlasen... Künstlich. Okay. ...wurde es Vergara bei einem Satz jedoch... Also du würdest nicht, Volksspieler, du würdest nicht mit ihr ein Subway essen gehen? So Subway-Date-mäßig? Marvin, danke schön für Vanessa Prime. Würdest du nicht, Volker? Würdest du? Oder würdest du nicht? Doch zu bunt und sie ließ Jimmy Kimmel... Doch, aber nicht heiraten. Okay, na gut. Ich wollte sie auch nicht heiraten. ...ganz klar ihre Meinung wissen. Aber seht selbst. Der Cutter, er schreibt gerade rein, ja? Ich zeige euch das, Chat. Mein Cutter schreibt gerade rein, ich würde mit dir Haram Shakalaka machen. Guck mal, Rudi. Das Einzige, was du machst, ist meine Video zu schneiden und deine eigene Hand zu shakalakern. Hast du verstanden, Digga? Bleib ruhig, atme, Digga. Atme. Rudi, atme. Atme. Dankeschön. Ach, was ist denn los heute, Mann? Psst. Sofia Vergara, has anyone checked for a penis? Es kommt... What the fuck? Penis? Ich hab sie verstanden, wartet. Aber seht selbst. Sofia Vergara, has anyone checked for a penis? Has everyone checked for a penis? Was heißt das? Mein Englisch hilft mir gerade nicht. Has everyone checked for a penis? Hä? Bitte übersetzt das, Digga. Meine Englisch sind gerade nicht vorhanden. Ob sie einen Schatz hat? Hä? Hat sie eine? Warum soll sie ein Jado haben? Er fragt, ob sie eine Trans ist. Ah, okay. Ja, lost. Ja, aber es dient ja eh zur Unterhaltung. Sie hat ihn nur geschlagen wegen der Unterhaltung. Bruder, bei diesen amerikanischen Shows, es läuft so ab. Die sind Backstage, die reden oder einen Tag vorher, die wissen ja, was abgeht. Die proben das ja, oft wie bei Stefan Raab und sowas. Also das war auf jeden Fall, das war gespielt, Bruder. So. Es kommt gar nicht so selten vor, dass Schüler regelrecht zu Opfern ihrer Lehrer werden. Sie werden benachteiligt, unterdrückt oder... Kanaken, Ausrede Nummer 1, der Lehrer war schuld. Ja, ihr braucht euch gar nicht gut zu reden, Chat. ...sogar beleidigt. Zu Recht fühlen sich die meisten dabei machtlos und wissen nicht, wie sie sich gegen die autoritären Lehrer wehren sollen. Diesen Sommer ging jedoch ein Video viral, bei dem sich ein Schüler vorbildlich gegen einen Lehrer behauptete. Es geht dabei um den 18-jährigen norddeutschen Abiturienten Fiete Korn, der bei seiner Abschlussrede nicht wie gewohnt seinen Freunden und Lehrern dankte, sondern gnadenlos den Schulleiter anging. Oh, Alter, jetzt geht's los. Real Life Story danach. Dieser hatte ihn und andere Schüler nämlich über viele Jahre schlecht behandelt und unter anderem dafür gesorgt, dass nicht nur beliebte Lehrer gefeuert wurden, sondern auch zahlreiche Schüler sehr unzufrieden waren. Für Fiete Korn hatte diese Rede jedoch noch weitere Folgen, außer dass er über Nacht berühmt wurde. Sie verhalten sich einfach unangemessen manchen Schülern gegenüber und Herr Lewandowski hat es gesagt. Herr Lewandowski, Robert Lewandowski, jabadabadu, Bruder. Ich hab Ehrlichkeit. Und auch Loyalität gegenüber diesen Schülern, die auch teilweise nur wegen ihnen gegangen sind. Und ich möchte heute Rückgrat beweisen und ihnen das ins Gesicht sagen. Ihre Mann, ich danke Ihnen für die Lehrer, aber kein guter Lehrer ist länger als 4 Jahre in unserer Schule geblieben. So wurde er auf der einen Seite von seinem ehemaligen... Er hat Eier, Bruder, Walla. Also er hat jetzt seinen Abschluss und sowas, ihn kann keiner mehr kicken so. Walla, dass er das gemacht hat, krass. ...Rektor angezeigt und es wurde sogar kurzzeitig gegen ihn ermittelt. Auf der anderen Seite bot ihm aber auch der bekannte Moderator Jan Böhmermann ein Praktikum in seiner neuen Sendung an, da er von seinem Selbstbewusstsein sehr beeindruckt war. Wenn es da... Ja, okay, Fun Fact, als ich meinen Abschluss bekommen habe und mein FORQ nicht bekommen habe, FOR plus Quali, weil ich ja Abitur machen wollte, aufgrund einer Lehrerin, in Deutsch hatte ich sie, habe ich auch keine Hand gegeben, weil sie war mit uns im Klassenraum immer richtig korrekt, immer nett. Ich verstehe es bis heute, ich habe das auch schon 10 Mal im Stream gesagt, ne? Aber die Leute, die vielleicht zufällig auf meinen Kanal gestoßen und mich nicht kennen, ich erzähle euch das nochmal. Ich habe in Englisch eine 3 gehabt, in Mathe eine 3 gehabt, Deutsch 4. Und Englisch war schon sehr hart und wir hatten eine echt schlimme Lehrerin, Bruder. Da habe ich schon mein Bestes gegeben. Und ich habe sie verstanden, vielleicht kennt ihr das von euch selber. Ihr habt einen Lehrer, mit dem ihr so gut seid. Ihr lacht, ihr seid cool miteinander. Ich habe sogar die ZHP 3 geschrieben, ich habe eine 4 bekommen und ich habe die Welt nicht verstanden.
Ich habe die Welt nicht verstanden. Und es war kein Zufall. Alle meine Kollegen haben auch eine 3, eine 4 bekommen. Und eine Schülerin, liebe Grüße an der Stelle an Lea. Bro, sie war einmal oder fünfmal im Deutschunterricht dabei, sie hat eine 2 gekriegt. Und ich habe die Welt nicht verstanden, Bruder. Ich habe die Welt nicht verstanden. Wenn du dich doch ein Jahr lang, zwei Jahre lang mit einem Schüler verstehst, eine, normalerweise sind Lehrer immer korrekt, ihr kennt das selber, wenn ihr mal eine Note geschenkt bekommt. Gib mich doch jetzt nicht um ein Jahr, gib mir doch die 3. Gib mir doch die 3, lass mich doch Abitur machen, warum verschwendest du ein Jahr von mir? Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden. Vor allem mit einer Lehrerin, mit der man so gut ist, Bruder. Es gab Lehrer, mit denen ich so war, so, die haben mir eine 3 gegeben. Keine Ahnung, Bruder, das war, das hab, ich habe das, da habe ich es zum ersten Mal nicht verstanden und ich habe bei der Abschlussfeier nicht die Hand gegeben. Ja. Darum geht, sich nicht mit dem Falschen anzulegen, geht es nicht nur um Menschen. In diesem Clip sieht man nämlich, wie gefährlich es sein kann, auch vermeintlich harmlose Tiere wie einen Ziegenbock zu provozieren. Hat keinen Sinn, nachdem der Bock. Kämpf nicht gegen wilde Tiere, Bro. Kämpf nicht gegen sie. Ihr wollt nicht den Reh-Ausschnitt wiedersehen. Oh, ein Rehlein. Kannst ja mal einblenden, Rudi. Nö. Die Frau angriff, wollte ihr ein Mann zur Hilfe eilen und gegen ihn kämpfen. Oh nein. Allerdings stachelte das den Ziegenbock nur noch weiter an und er ging immer öfter in den Angriff über. Ich mag's nicht, wenn ein Mann gegen einen Ziegenbock kämpft, Digga. Es bockt sich nicht. Der Kampf, es bockt sich nicht, Bruder, Ziege gegen Mensch, Digga. Es bockt sich gerade nicht so, wenn ich ehrlich bin. Am Ende schafft es der Bock tatsächlich, sein Gebiet zu verteidigen und schlug gleich mehrere Menschen in die Flucht. Krass, wie Ehrenziegenbock. Versprochen, kommen wir jetzt zu den Konsequenzen. Nur deswegen will ich einmal nach London gehen, weil ich das sehen will. Die es gibt, wenn man einen Guard der Queen angreift. He can't do... Hey, listen, he's doing his job, don't be an idiot. He can't do nothing. Denn auch wenn diese Wächter auf den ersten Blick recht harmlos aussehen und sich nur im Notfall... Boah, Digga, er hat ihn erwischt, Bruder. Ich sag's euch, wie es ist. Aus der Hölle. Ich hab selber nicht mal mit diesen. Ja, wie kann man sagen? Ist das ein Uppercut? Ja. Ich hab's nicht damit gerechnet, Digga. Er kam aus der Hölle. Bewegen. Eine Abu Sharmuta-Bombe. Richtig, Digga. So kann man's sagen. Eine Respektstelle, ja, so kann man's auch sagen, Digga. Aber eine Abu Sharmuta-Bombe geht auch, Digga. Geh ich mit. Sind sie in Wahrheit richtige Kampfmaschinen, die perfekt ausgebildet sind? Okay. Die Queen's Guards, die mit. Ein Haken, ja, das könnte man auch sagen mit. Mit richtigem Namen Grenadier Guards heißen, haben übrigens eine lange Tradition und bewachen seit 1656 das britische Königshaus. Mhm. Da sie somit eine der wichtigsten. Allein das, die sind einfach so Kult. Einfach krass. Einfach die Queen lebt immer noch so. Jeder kennt die Queen. Wichtigsten Familien der Welt beschützen, gehört. Ich hab mal gehört, Digga, dass wenn man sich in London über die Queen lustig macht, dass man in den Knast kommt. Stimmt das? Oder ist das lost? Ich hab das mal gehört. Ihre Ausbildung zu den härtesten Security-Ausbildungen Europas und... Obwohl sie ja eigentlich gar keine Machtposition mehr hat. Wisst ihr, wie ich meine? Also früher haben die ja so geherrscht, aber jetzt hat ja jede Stadt einen Bürgermeister, so. Keine Ahnung. Man sollte sich besser nicht mit ihnen anlegen. Queen, 98 Jahre alt. Krass, GG. Auf der Nummer 3 kommen wir zu einem Interview, in dem einer der größten Popstars unserer Zeit ganz klar sagt, was ihr nicht passt. Ariana Grande. Und zwar Ariana Grande. Ich mag Ariana Grande. Chat, wie findet ihr, wie sieht Ariana Grande aus? Ich kann ihren Namen nicht mehr aussprechen, Digga. Ah! Scheiß drauf, Digga. Hübsche junge Dame, Digga. Sag ich euch, wie es ist. Younes Arab, dankeschön für dein Prime. Die Sängerin war nämlich vor ein paar Jahren bei... Ariana, die süße Maus, okay. ...amerikanischen Radiosender... Eine süße Maus, okay, Digga. Hanne Bokic Gardens. Ich sag euch, wie es ist. ...der Power 106 FM zu Gast, um ihr neues Album zu promoten. Anstatt jedoch über Musik zu sprechen, beschränkten sich die Moderatoren auf sehr simple und sehr oberflächliche... Ich mag den Beats-Placement nicht so. ...Fragen. So fragten sie unter anderem, ob Grande lieber ohne ihr Make-up oder ohne ihr Smartphone... Bisschen zu kleine Gött. Danke für die Information, Isan. Dankeschön. ...leben würde. Außerdem konfrontierten die Sängerin mit naiven Vorurteilen und unterstellten ihr zum Beispiel, abhängig von ihrem Smartphone zu sein. Die Sängerin fand diese Art von Konversation jedoch überhaupt nicht angebracht und sagte den Radio-Hosts deshalb ganz klar ihre Meinung und machte deutlich, dass sie von diesen Stereotypen nichts hält und dass viele Männer noch lernen müssten, Frauen als gleichberechtigt anzusehen. Ja, wichtig, Digga. Setzen wir uns für Frauen ein. Ist wichtig, Bro. Auf der Nummer 2 kommen wir zu einer Kamera auf... Ich wollte was Cringes sein, Digga. Soll ich es tun vor 3400 Leuten? Soll ich es tun? Naja, es wird ja auch auf YouTube hochgeladen, Digga. Eigentlich will ich es nicht machen, Mann. Na gut, dann tue ich es. Und danach könnt ihr ruhig den Cringe-Emote reinposten und mich in den Kommentaren darauf lustig machen. Für Ariana Grande. Ich würde sogar glauben, also nicht, dass ich sowas jemals machen würde, aber Wallah, ich bin ein Bastard, wenn ich lüge. Aber ich würde sogar Arianes... Ich glaube, Ariana Grandes Pisse schmeckt nach Fanta. Eiskalt. Digga, ist Ariana Grande, ihre Pisse kann nur nach Fanta schmecken.
Oh nein. Oh nein, oh nein. Ja, cringe, ne? Cringe, ne? Cringe, ne? Kann doch sein, Bruder. Das ist Ariana Grande, Mann. Hanni, sie kackt auch nicht. Wenn sie kackt, kommen Schmetterlinge raus. Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr Kleinwichser. Mag, es war witzig. Hört auf, Mann. Mag, sonst sage ich euch nie wieder was. Habt ihr mich verstanden? Hört auf, mich zu mobben, Digga. Ich mag doch den Unerwartenden. Gut. Gut, Digga. Gut. Weiter geht's. Aufnahme, die zeigt, dass man es sich lieber zweimal überlegen sollte, wo man seinen Wagen abstellt. In diesem Fall blockiert nämlich ein Falschparker über Stunden. Wagen, hört auf jetzt! Amen, danke für dein Prayer, weiter geht's. Die Einfahrt zu einem Einfamilienhaus. Als schließlich der Bewohner des Hauses. John will angepisst werden, nein, Bruder. Niemals in meinem Leben würde ich. Also, das ist wirklich der letzte Fehler. Ich wollte einfach nur witzig sein, Bruder. Ich wollte einfach nur witzig sein, indem ich sage, ihre Pisse schmeckt bestimmt nach Fanta. Boah, entspannt euch, Bruder, Wanda. Heimkehrt, versucht er zunächst ganz normal den Fahrer zu finden, was allerdings nicht gelingt, sodass er am Ende zu einer drastischeren Methode greifen muss. Mit einem Abschleppseil zieht er das fremde Auto nämlich. Gibst du das war cringe? Ja, es war cringe. Aber es ist doch die Wahrheit. Könnt ihr Ariana fragen? Bei L'Oreal. Einfach auf die Straße und macht Platz für sich selbst und verpasst dem Falschparker damit eine kreative Strafe. Da das Auto des Falschparkers nun nämlich die Straße fast komplett blockierte, traf schon wenig später die Polizei ein und verpasste dem Fall. Bock, ich hab nicht zugehört, aber ist doch relativ. Jemand schreibt, ich mag aber Cola mehr. Dicker, ich hab doch extra Fanta gesagt, weil Fanta die Farbe ähnelt mehr. Der Pisse. Bock, ihr habt den Witz seinem Vater gefickt, Digga. Hört auf damit, Mann. Falschparker einen Strafzettel. Auf der Nummer 1 haben wir einen Moment, bei dem sich eine Passantin mit einem YouTuber angelegt hat. Nein. Und zwar dem Amerikaner Danny Duncan, der mit den über 4 Millionen Chat. Kennt Abonnenten einer der beliebtesten Vlogger der USA ist. Krass. Durch seinen Erfolg kaufte der Vlogger sich vor einiger Zeit ein Büro in Florida, an dessen Hauswand er eine Ladestation für seinen Tesla installierte. Im Juni diesen Jahres dachte jedoch eine fremde Frau, dass dies eine kostenlose Ladestation für jedermann sei. Als sie sich dann beim Laden ihres Teslas darüber beschwerte, dass sie gefilmt wurde, begann sie damit Danny Duncan zu beleidigen und drohte ihm sogar. Dieser Nein. wies sie darauf hin, dass dies eine private Ladestation war, was die Frau nur noch mehr auf die Palme brachte. Sie holte ihren Freund, um Duncan und dessen Freunde und Mitarbeiter einzuschüchtern, ihnen weiter zu drohen und sie übel zu beleidigen. Tatsächlich wusste Duncan die Situation aber zu nutzen. Er veröffentlichte die Überwachungskameraaufnahmen in einem Vlog und stellte somit die feindselige Frau bloß. Krass. Seine Community machte der Frau über Social Media daraufhin die Hölle heiß. Moment. Und sogar Bekannte von ihr sprachen sie auf den Vorfall an, sodass sie einen Monat später von selbst eine Verabredung mit dem YouTuber ausmachte, um ihm ein Entschuldigungsgeschenk zu machen und die Sache zu bereinigen. Das bin ich und Arvin an der Stelle. Ich werde Arvin ein ganzes Paket zuschicken lassen und ein Video machen. Jetzt sind wir wieder gut miteinander, mein Bré. Ja, und damit soll es gewesen sein. Hat Spaß gemacht. Wir geben ein Like. Wir mögen Wissenswert. Wir mögen die CPM. Wir mögen die CPM. Die nehmen wir mit, Digga. Dankeschön für den Upload. Hat Spaß gemacht. Gutes Video.